Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Crusader Kings 3 Serie, ihr Lieben, und wir sind wieder zurück im Heiligen Römischen Reich. Das letzte Mal haben wir ja Namen vergeben auf jeden Fall und eine erste Tochter bekommen. Das war ja an der Stelle jetzt auch noch nicht so klar. Und wir könnten theoretisch, da ich jetzt die Annika schon ganz gut verheiratet habe, könnten wir ja mal für den Marius. Warte, fairerweise muss ich mir erst für meinen Nachfolger, habe ich schon eine? Okay, dann können wir uns jetzt für den Marius auch nochmal eine Dame raussuchen, die Bündnismacht besitzt. Das hier wäre die beste, mit 3 Jahren aus dem Palareich. Wir können mal gucken. 2, das macht ja mehr Sinn eigentlich, ne? Machen wir vielleicht mal so. Verheiraten hier weiter. So. Mit dem Königreich Gujarat haben wir jetzt einen. Bündnis geschlossen. Ah, ein Edelstein, danke. Danke für diesen absolut schönen Edelstein. Der ist. So, und. Ja, da haben wir natürlich nicht so viel mit anfangen können. Wow, in Finnland ist echt gerade richtig krass viel los. Sehr viel Krankheit. Und wow, die finnische Königin ist einfach 81. Was ist denn da los? Wow. Er guckt irgendwie in zwei Richtungen, oder? Ja, ist abscheulich. Und sie ist nachsichtig, tapfer, hochgestochen, abergläubisch, durchnässt. Was das bedeutet. Keine eigenen Nachfolger. Sie wird erben. Irgendeine. Auch null Beziehungen. Keine Kinder hier, die Tante mit 81. Der Krieg hier. Oh, Alter, der ist schon wieder ein Krieg. Das ist doch frech, ist das. Ich hätte den Titel übernehmen können, jetzt für ungefähr 2 Sekunden, und dann war er schon wieder im Krieg. Verteidigt er sich? Gegen wen? Gegen jemanden aus meinem Reich, ne? Euer Reich, euer Reich, euer Reich. Ja. Gerade Angreifer. Oh, sie ist aus dem Haus. Prinzessin. So und so. Jahrmarkt in Pomesanien. In Pomesanien gibt es ein Feld, das perfekt für einen großen Jahrmarkt geeignet wäre. Zwei ansässige Adlige bitten mich, ihre Urkunde kommen zu lassen. Ja, komm, wir machen. Geben der Kirche. Ja. Religiöse Eiferrat. Alles andere hätte uns nämlich jetzt wieder nur Anspannung gekostet. Karawanserei. Und hier. Der Name, ne? Karawanserei. Das hört sich an wie Wemserei irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein ganz komischer Name. An den stattlichen Simeon. So, wir sind der Simeon, ne? Genau. So, unser designierter Nachfolger ist Prinz Arsenios. Prinz Tiberius hat übrigens nichts mitbekommen. Keine guten Themen. So, Jahrmarkt in Pomesanien zeigt, wir waren aus aller Welt religiöse Gegenstände aus heiligen Städten, Nahrungsmittel, die örtliche Mönche und Nonnen angebaut haben. Wunder ausländischer Religion.
Wir werden mal den religiösen Eifer stärken. Wir sind ja selber religiöse Eiferer, also das ist ja nun sehr passend. Ob die wohl gewinnt? Ne, er gewinnt gerade, aber es heißt noch nichts. So, angesichts der fremdartigen Religion betreten die Bewohner von Basel mehr als gewöhnlich und sie... Was beteten die Bewohner von Basel mehr als gewöhnlich so? Und sie wussten ihre Gemeinde von Neuem zu schätzen. Es war eine Woche der frommen Feierlichkeiten des Handels. Ich habe meine Erlaubnis, dieses Fest von nun an jährlich zu veranstalten. So, jetzt machen wir Kriegsgewinnler. Können danach nochmal Heeregeld machen. Also auch mehr Vasallensteuer während eines Krieges. Und wir haben ein Vermächtnis. Oh, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Es sind noch diese. Dann nehmen wir effektiver Dolmetscher, weil es das letzte ist, was wir jetzt machen wollen. Danach kommen noch Kulturinteresse wird noch schneller. Hier, dann hier Kulturakzeptanzzuwachs. Und hier andere Kulturen feiern Entscheidungen frei. Die haben wir bisher noch nicht gebraucht. Aber sehr, sehr spannend. Kultur ist ja etwas, was sich relativ selten verbreitet, großartig, ne? Also die Akzeptanz für unterschiedliche Kulturen, ja, die wächst auf jeden Fall. Aber nur die Akzeptanz. Und wenn jetzt hier die Kultur französisch ist, dann übernehmen die nicht einfach die Kultur des Kentrogianischen, sondern behalten ihre ursprüngliche Kultur, haben aber dann eine hohe Akzeptanz für die Kentrogianische Kultur und dementsprechend ist hier in dem Sinne eigentlich auch kein Wandel zu erwarten. Also da müsst ihr nicht gucken, dass jetzt irgendwie die Kultur sich plötzlich ändert. Das wird nicht passieren. Ne? Deswegen wundern sich häufiger Leute, auch wenn sie schon lange im Spiel sind und man im Endeffekt hier mit einer ganz kleinen Grafschaft anfängt, dass dann jetzt nicht automatisch kentrigisch zum Beispiel überall ist. Ne? Aber hier sind wir ja mal angefangen. In der Nähe. Cassio. Neapel, hier. Ne? So, und hier sehen wir jetzt sizilianische Kultur. Ne, die hatten wir damals auch gar nicht geändert. Sind dann ja relativ zügig in das Byzantinische Kaiserreich gekommen. Und haben die dann ins Kentrugianische umgeändert. Das ja, alles andere nicht. Deswegen nicht wundern. Wir haben gerade noch eine neue Grafschaft bekommen, die wir geerbt haben, die wir aber jetzt sofort abgeben, weil die so gering ausgebildet ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht für uns. Wir lassen mal unseren Cousin, das machen unseren Hofarzt eher nicht. Schade, dass man hier nicht genau sehen kann, wie es mal so läuft. Möglicher Nachfolger. Ehrlichster, höflichster. Da haben wir. Baron Sergios. 16. Ein Problem weniger. Ach, da braucht noch einer. Hier. Eustatios. 9. Ist er. Nee. Das klickt. Zack. So. Die Kunst der Jagd. Blindlings einer wilden Kreatur hinterher jagen. Pfeil um Pfeil abschießen oder einem Pferd immer mehr Sporen geben. Nutzlos, lacht Andreas, mein berühmter Heteria auf. Wildtiere können gerissen sein, sie wittern Angreifer. Wenn sie sich nähern, stieben vor der Jagdmeute auseinander und gehen zum Angriff über, sobald sie in die Enge getrieben werden. Meine Beute zerlegen muss man sie und die Wildnis gut kennen und sobald das Horn erklungen ist, darf man niemals nachgeben. Der geschickteste Jäger ist Andreas. In seiner Gesellschaft lerne ich die Lebensweise sämtlicher Kreaturen der Schöpfung kennen und wie man sie überlistet. Wir erhalten die Eigenschaft Jäger.
wollen sie schon wieder ein Geschenk von mir haben. Ist da? Karawenserei. So, was ist denn mit ihm hier eigentlich? Habe ich den Königreichstitel hier nicht? Persien? Doch, der gehört mir doch. Nur wegen der Religion willst du nicht. Er ist im Krieg und gehört einem anderen Glauben an. Das ist das Problem. Würde mal interessieren. Wir haben noch 105 katholische Grafschaften, eine aus dem Koptentum und 1299 aus dem Kentrigischen. Das ist schon außergewöhnlich viel. 100 katholische immerhin noch, das ist eigentlich auch nicht so wenig. Hier vor allen Dingen ein Licht. Im Licht einer einsamen Kerze hat mein Finger auf einem Eintrag im Hauptbuch. Da stimmt doch etwas nicht. Bald schon durchsuche ich jeden Eintrag über Hermannscha, den ich finden kann. Dann kommt endlich Licht ins Dunkel. Offenbar ist ein ganzes Dorf aus den Steueraufzeichnungen verschwunden. Ich werde persönlich in das Dorf reisen. Muss ich es jetzt? Muss ich das jetzt selber machen? Oder kommt hier gleich nochmal so ein Kontextfeld? Müssen wir mal schauen. Das kennen wir so noch nicht. Das kennt man schon, ne? Das fehlende Dorf, ne. Nach tagelanger Reise finde ich das Dorf, das in meinen Aufzeichnungen fehlt. Nur, nicht nur, dass es gedeiht, es in voller Blüte steht. Nein, die Dorfbewohner beharren auch darauf, dass sie ihre Steuern sehr wohl bezahlten. Erdesir, der Steuereintreiber der Baronie, war nicht ganz ehrlich gewesen. Dann werden wir ihm jetzt mal ein bisschen näher zur Leibe rücken, denn sowas geht ja natürlich ja nicht. Hier bereichern auf Basis der anderen. Obgleich mir seine zahlreichen Versuche, bla bla bla. Ne, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das fehlende Dorf. Diese Gelder wurden benötigt für die Verteidigung von Kermanscha. Er ist hier der Steuerinhaber, hat panische Angst, nicht zuletzt wegen der großgewachsenen Soldaten, die sich zu meinem Anwesen geführt habe. Oh bitte, ich werde alles tun, was wenn ihr mir nur verzeiht. Wir töten ihn. Ich habe ja für viel Verständnis. Steuerhintertreibung. Hinterziehung. Steuerhintertreibung. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Steuern, die ich meinen Bauern auferlege, können mitunter hart sein. Wie mir die Ereignisse in letzter Zeit jedoch gezeigt haben, ist das Leben nun mal hart. Egal wie gütig ich bin, das wird sich nicht ändern. So. Das ist mal ein neues, also ein neues Event gewesen, ne? Das kannten wir so noch gar nicht. Und holen uns mal ein bisschen mehr Steuern. Boah, einiges. Ich weiß gar nicht, wie viele republikanische wir haben, ne? Hier sind Republiken auf jeden Fall in unserem Kernbereich auch. Gar keine Frage. Da ist auch noch eine Republik. Stamm. Nee, oder haben wir uns vertan? Nee, nee, das war nur Quatsch, das ist keine. Ja, also insgesamt 1, 2, 3, 4. Ne? In unserem Gebiet. Es gibt noch eine Republik hier in der Nähe von Indien. Ansonsten hier auch noch. Ansonsten sehr rar gesehen, dieser Regierungsstil. Kennt vielleicht Volksrepublik China oder Demokratische Republik Kongo oder Republiken sind heute natürlich viel, viel häufiger. Feudal ist natürlich damals das herrschende System gewesen. Heute wäre es andersrum, da müsste man das Feudale suchen. Bereit gefächerte Fähigkeiten sind nur von Vorteil.
Sonst wäre er das gleiche geworden, was wir geworden wären. Er ist aber Diplomat, auch sehr interessant. Nur noch drei Stück, die übrigens Unabhängigkeit von uns wollen. Ansonsten sind alle happy. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Der ist immer, der kämpft schon wieder. Ist doch zum Kotzen. Ich bin echt kurz davor zu sagen, Meister, ich kämpfe jetzt auch noch gegen dich und reiß dir mal so richtig den Allerwertesten auf. So, wir dürfen übrigens in Königreiche einfallen. Jetzt können wir uns mal überlegen, was wir davon nehmen wollen. Wollen wir uns das hier vielleicht holen? Sieht doch nicht so schlecht aus. Finnland bin ich gerade ein bisschen unattraktiv. Wir können auch Afrika, aber Afrika ist halt durch die Entwicklung, die so niedrig da unten ist, richtig unattraktiv. Eigentlich eines der letzten Sachen, die man so einnehmen sollte. Und sie ist einfach 82 und lebt immer noch. Da wäre halt die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie stirbt während des Krieges und wir dann andere Probleme haben. Deswegen ist die Überlegung tatsächlich, aber da müsste ich sie auf jeden Fall hier ausrufen. Das wird eine Herausforderung, wobei eigentlich wäre es ja intelligenter hier. Die Goldene Horde existiert gar nicht mehr, wie ihr sehen könnt. Ne, Ilkhanat gibt es noch. Den hatten wir ja erst ein bisschen was abgenommen. Und das ist ja auch noch ein Teil, genauso wie die Mongolei ein Teil ist. Aber dann fallen wir jetzt mal in dieses Königreich hier ein, oder? War noch was Schöneres. Ja, das stört mich ja auch schon die ganze Zeit. Wie stark ist denn der Jem? 9000? 6000? Oder wir machen wirklich die arabische Halbinsel komplett voll, ne? Dann haben wir das. Oder das hier ist mir auch schon lange ein Dorn im Auge. Hier auch schwierig ist, ne, dass die Königreichstitel hier so klein und versprengt sind, sodass man die Problematik hat hier. Können wir hier noch vasalisieren? Ah, den können wir vasalisieren. Sehr schön. Oh, gut. Gucken wir mal eben. Das macht hier auch noch ein bisschen was schick und schön. Ja, bumm. Zack. So, der Jemen. Der Jemen oder der Jemen? Der Jemen oder der Jemen? Oder Imanadin? Das würde allerdings nur bedingt was bringen. Ist denn hier irgendwas, gegen die wir keinen? Ja, zum Beispiel. Eigentlich witziger, ihn könnten wir, aber den Königreichstitel kann ich halt relativ easy übernehmen. Das sollte ich dann nicht machen, ne? Komm, ich baller die jetzt hier weg. Oder? Ist nicht so viel Landgewinn, das ist das Einzige, was mich ärgert daran. Fuhr. Guck mal hier, da würde ich dieses eine Ding hier einnehmen und dafür ein Königreich. Nee, komm. Let's go. Let's go. So.
Schwester ist verstorben. Ich hoffe noch, dass die hier so groß sind, dass sie nicht attackiert werden von denen hier, aber das sieht gut aus. Ja, die laufen woanders lang. Laufen jetzt da oben hin. Schutz vor dem Sturm. Oh oh. Da ist eine Möglichkeit zu sterben, liebe Leute. Und dann hätten wir einen sehr jungen Erben mit Armenius. Schutz vor dem Sturm. Der Himmel verheißt nichts Gutes. Der Wind heult. Meine Dienstboten zittern aus Angst vor dem kommenden Mahlstrom. Ein schrecklicher Tag, um durch die Wildnis zu reisen. Schäbige Hütten beherrschen diese seltsame Ecke des Landes. Schmutzig und winzig. Rivalin Dorotheas. Dorotheus. Einfach mittendrin steht einfach Rivalin Dorotheus. Kein Plan, warum. Der stärker wehende Sturm peitscht auf mich ein, doch ich spüre nur den alten Schmerz von damals. Graf Dorotheus von Dinava und ich wurden Rivalen. So oder so wird es eine lange Nacht werden. Wir versuchen mal das. Ihr ertragt die Elemente gerade so. Uns ein Loch im Boden gebuddelt. So, und dann gehen wir mal, würde ich sagen, los. Greifen an. Erster Sieg. Allerdings genau schauen, wo wir hier. Da sind ja nicht so viele Hauptstädte dazwischen. So, wir drohen ja hier die Belagerung zu verlieren. Wir schneiden jetzt da den Weg ab. Das ist übrigens für mich auch so hakelig, nicht nur für euch. Wenn man so viele Truppen hat, ist es wirklich kritisch. Oh, was ist denn? Kriege ich die noch vorher? Ne, kriege ich gar nicht mehr. Dann bleiben wir hier. Oh, ich bin krank. Bevor es viel zu spät. Medizinisches Wunder! Ey, wir haben so einen geilen Arzt. Wir haben so einen geilen Arzt. Ich feiere ihn ja, ne? So, die werden hundertprozentig hier wieder zur Hauptstadt zurückkommen. Tun so, als wenn wir sie nicht sehen. Tun mal so ein bisschen unbeteiligt. Schauen wir uns mal an, wo die hinlaufen. Verteidigungsplan, jawohl. Laufen die jetzt hin?
Hier ist ja nirgendwo ein Übergang. Die nächste Brücke wäre hier. Bin jetzt gespannt, was die machen. Ich laufe jetzt mal mit. Das kann ja nur hier für sie rübergehen, anders geht's ja gar nicht. Ah, ist mal wieder jemand gestorben und deswegen sind wir voller Anspannung. Unsere Mutter ist gestorben. Das Geheimnis der Heiligen Schrift, Arsenius. Er hält die demütig oder zynisch oder zufrieden. Demütig geht eigentlich. Ja, komm, wir lassen demütig. Demütig ist nicht so schlimm wie großzügig oder sowas. So, der kalkuliert jetzt natürlich nur den Schritt bis hier, weil er noch nicht weiß, dass sie danach weiterlaufen. Ne? Deswegen sieht es so aus, wenn ich sie bekommen kann. Entweder schmeichle ich mich ein oder wir holen uns ein Druckmittel. Fraktionszugehörige, eigentlich ist es auch egal. Komm, wir machen mal höchste Mächte. Ein religiöser Eiferer. Basal bleibt bei der Fraktion, ja dann LB, offenbares Geheimnis. Freundschaft. Mein Lehnsherrn. Oh, der will das Despotat Saporischia. Ist aber auch gleich, ehrlicherweise. So, wir versuchen hier irgendwie. Ich meine, wo die hinlaufen wollen, ist ja klar, ne? Ja, jetzt auch nicht. Muss. Zaubern, um das rauszubekommen. Und Plot bei Hofe. Alles, was gegen mich geschmiedet wird, hier sofort abgelehnt. Wir haben ja auch durch unsere Vermächtnisse auch deutlich Vorteile, was das Thema solche Komplotte zu erkennen angeht. Der Nacht verschwunden, wie konnte ich nur? Ich werde Basilius in der Wache wurde tot aufgefunden und euer Bekanntschaft ist verschwunden. Ist aus dem Bett und rufe schon Befehle, während ich mich noch ankleide. Die Suche dauert Stunden. Erst mittags findet man einen Brief, der von Baron Eustatius unterzeichnet ist. Das eindeutig seine Handschrift. Bekanntschaft, ich habe euch verlassen und die Liebe meines Lebens zu heiraten. Baronin Selaga von so und so. Naja gut, dann wie konnte er nur. So, wir kriegen endlich mal einen Kampf. Nicht nur die ganze Zeit gucken, sondern auch töten. So. 96%. Hat aus meinem Kerker entkommen. Dass der immer noch so Probleme hat, hier die... Ich weiß nicht, ob ihm das hilft, wenn das... zum Beispiel weniger Truppen sind. Ich guck mal, ob das Rechner jetzt hier ein bisschen schneller werden lässt. Ob es daran liegt, könnte auch sein. Ja, tatsächlich ist es ein bisschen besser, ne?
Ein leerer Thron. Ja, ich guck mal. Besessenheit bei Hofe. Der Zustand von Mekvaran ist eben so mysteriös wie beängstigend. Laut Aussage von Ratsprediger Fulkiria hat er eine dunkle Wesenheit, Besitz von seinem Körper ergriffen, die sich gelegentlich durch eine unbeherrschbare Stärke manifestiert. Die Häufigkeit und Heftigkeit, mit der dieses Phänomen auftritt, verursacht jedoch zunehmend Beunruhigung unter meinen Höflingen. Sie fürchtet, die böse Präsenz könnte die Macht übernehmen und Chaos und Tod unter uns verbreiten. Wie Kramer beruhigt mich mit der Aussage, dass Mekravan an sich noch nie gefährlich war, doch meine Höflinge bestehen darauf, dass etwas getan wird. Wir treiben ihm den Dämon aus. Katzenhafte Jägerin. Ja, wir wissen das ja, das kennen wir schon. Das geben wir mal jemand anderem, die Hauskatze. Und dann schauen wir uns auch das noch an. Offen getragen, da geht es um Waffen in der Stadt. Wir verbieten das. Der Basilius des Friedens nähert sich mit sauertöpfischer Miene. Basilius, mein Graf Nikolaus, trachtet danach meine rechtmäßige Position. Er wird die Spielchen sein lassen. Mein Vasallbürgermeister tritt ängstlich vor, begleitet von meiner Gemahlin. Unaufgefordert platzt es aus ihm heraus. Mein Fürst versucht, mein Gemahl zu verführen, einer Frau gegen Gott. Wir werden erstmal die Gattin von mir einkerkern und dann gucken, was dran ist. Will eben noch den Krieg hier beenden. Seuchenbringer. Ah, vielleicht liegt die Antwort in der Heiligen Schrift. Auch das kennen wir ja schon. Schlechte Luft. Für 900 Gold. Okay. Eigentlich nicht, aber weil wir das Gold haben, machen wir das. Oh, noch ein Dynastiebekenntnis. Forschung, Fortschritt, Kulturinteresse. Geil, weil ihr wisst ja, unser Kulturinteresse. Da muss man jetzt sagen, haben wir eigentlich schon so gut wie alles, ne? Aber auch das Thema der. Wenn wir uns gleich mal angucken. Wenn wir nämlich hier das Thema haben, das müsste eigentlich jetzt auch 10% schneller geworden sein. Durch das Schwert. Das wäre nicht schlecht. Mein Reich wird weiterhin von einer Seuche Fleckenfieber verwüstet. Man weiß, sie sind bekanntlich Trauer mit euch, doch ich glaube fest an, dass die Seuche. Die Seuche. Wie könnt ihr es wagen? Ein Wiedergänger, das ist Quatsch. Eine Seuche bringt Wiedergänger mit sich. Bin ich bei Walking Dead. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir wieder einiges dazu gewonnen. Was wir auch gleich wieder rum abgeben wollen. Ne? Entwicklung 15, das ist ja wohl ein Scherz in Tüten. Entwicklung 20. Tschüss. Entwicklung 17. Und bye bye. 61, 73, das sind meine. Dann haben wir wieder 20er. Okay. Wirklich? 17. Nee. Danke. So, haben wir noch 2 zu viel. Und tschüss. Und 15 und tschüss. Genau. So, jetzt noch ganz kurz. Ganz kurz Titel, die übernommen werden können. Königreich? Immer noch nicht. Dann können wir ihn hier übernehmen. Machen wir. Herzogtum. Haben wir dann zu viele? Ja, haben wir. Deswegen geben wir das gerne ab an. An ihn, das ist Andronikos. Andro.
Nikos. So. Und dann können wir Titel schaffen. Zwar ist da noch ein Königreich dabei aktuell? Nee. Das liegt aber nur daran, dass wir hier die Herzogtümer noch nicht gebildet haben, könnte ich mir vorstellen. Hier fehlt noch eins. Hier. So, das gebe ich auch an ihn. Tschüss. Fehlt mir allerdings gerade die Kreativität. Den Titel habe ich nicht. Warum habe ich den nicht? Erstmal verlangen wir jetzt Bekehrung. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wieso hört das mir jetzt nicht. Ist aber in meinem Reich, oder? Weltuntergang. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, ehrlicherweise. Es gehört mir schon, es ist eingegliedert, aber der Titel selber ist nicht bei mir. Dementsprechend kann ich leider gerade auch gar nichts damit machen. So, die bekommt jetzt die ganzen Vasallen verliehen. So, und dann. Immer noch nicht möglich. Obwohl sie jetzt alle diese Vasallen hat. Scheint. Trotzdem nicht. Ja, weil der Titel muss ja auch nicht gegründet werden. Also insofern ist schon richtig. So, wir haben in der Zwischenzeit schon wieder, ja, auch wenn es gerade länger dauert, aber wir müssen schon 21, Baron, genau. So, okay. So, wir wollten noch mal ganz kurz gucken, Novogrod liegt vorne im Krieg, den sie gerade führen, aber gut. Genau, wir haben hier nochmal ein Königreich eingegliedert, also das sieht auch schon etwas harmonischer aus. Ansonsten, ja, ich bin eigentlich zufrieden, sag ich mal. Wir könnten auch wieder einen Sohn hinschicken, nachdem ich den Marius schon hingeschickt habe, ne? Oder wer war nochmal da? Ich bin wieder etwas. 4500. Oh, das ist teuer. Senius. Ab auf die Uni. Und ich glaube, Marius war vorher auf der Uni, oder? Deswegen hat er nämlich auch schon Reisen da. Ja, ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Der Marius, der hat auch schon ganz gut Fähigkeiten dazu gewonnen. Unser Haupterbe ist jetzt auf dem Weg. Da bin ich gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, euer Kenzrico. Ciao, ciao.